1910 haben Frauen diesen Tag eingeführt und kämpfen seither für Gleichberechtigung sowie für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Gerne werden an diesem Tag Blumen verschenkt, aber Blumen helfen nicht. Denn wir Frauen wollen keine Dankbarkeit, dass wir den Status quo am Laufen halten. Wir wollen Veränderungen, damit alle Menschen die gleichen Chancen bekommen. Egal welche geschlechtliche Identität, welche Hautfarbe, Religion oder Herkunft sie haben. Und dafür müssen wir nicht nur am 8. Mai auch weiterhin kämpfen. Mit Frauen meine ich übrigens jede Person, die sich als Frau identifiziert oder sich sichtbar gemacht sieht. Leider ja, zumindest in Deutschland. Im Ausland, insbesondere in Osteuropa, sieht es da etwas anders aus. Neuere Zahlen zeigen hierzulande einen Frauenanteil in IT-Unternehmen von ca. 18%. Das entspricht auch dem Prozentsatz der weiblichen Beschäftigten in technischen Bereichen am LAZ. Unsere Belegschaft ist zwar sehr international, aber wir hinken beim Frauenanteil hinterher. Zwar nicht mehr als andere Unternehmen, aber wir vergleichen uns ungern. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen keine Quote. Wir wünschen uns, dass es natürlich und selbstverständlich ist, dass Frauen in der Technik arbeiten und dass wir über dieses Thema nicht mehr sprechen müssen, weil es für alle normal ist, am LAZ zu arbeiten. Wir versuchen Stellenanzeigen so zu formulieren, dass sich auch Frauen angesprochen fühlen. Tatsächlich gibt es Wörter und Formulierungen, die Frauen nicht ansprechen und das möchten wir vermeiden. Wir haben auch ein komplett anonymisiertes Bewerbungsverfahren ausprobiert. Mit den derzeitigen Ressourcen ist es allerdings noch etwas schwer umzusetzen, aber wir arbeiten daran, dass unsere EntscheiderInnen zukünftig keine Hinweise auf Herkunft, Geschlecht oder Alter bekommen, damit sie ihre Entscheidung unvoreingenommen treffen können. Denn niemand kann sich von Unconscious Bias freisprechen, auch ich nicht. Wenn sich Männer gleichberechtigt um die Erziehung und Versorgung der Kinder kümmern würden, wären Frauen nicht per se dem absehbaren Karrierebruch ausgesetzt. Da es bis dahin aber wohl noch ein weiter Weg ist, denke ich, dass flexible Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten für Eltern und insbesondere für Mütter innerhalb des Aufgabenbereichs essentiell wichtig sind. Ein Elternzimmer ist klasse. Schön wäre es allerdings, wenn es auch von Vätern genutzt werden würde. Vorbilder bewegen so einiges. Ich selbst freue mich, wenn unsere Väter Elternzeit nehmen und das auch immer öfter und mehr als die Standard 2 Monate. Natürlich ist die Teilzeitoption bei der Familienplanung wichtig. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass häufig Frauen in Teilzeit gehen und somit die Nachteile tragen, wie zum Beispiel weniger Rente und schlechtere Karrierechancen. Es ist ganz wichtig zu betonen, dass nicht die Frauen das Problem sind, sondern eine enorme Bereicherung für IT und Technik, die Wirtschaft und dass sie die Gesellschaft erst zukunftsfähig machen. Das gilt für alle anderen Gruppierungen, die heute noch nicht richtig wahrgenommen werden. Das heißt, ich wünsche mir, dass das Thema Frauen und Technik nicht nur von Frauen ernst genommen und gefördert wird. Female Empowerment, also das Unterstützen von Frauen, sollte ebenfalls für alle eine Selbstverständlichkeit sein. Und mehr Frauen in Führungspositionen sollte als Notwendigkeit erkannt werden für eine bessere Zukunft.